Die Schneiderrechnung bezahlen Sie auch. In dieser Beziehung ist mein Mann beinahe vorbildlich. Mit der zweiten Art von Männern kann man Bridge spielen, Golf spielen, ins Theater gehen, Tango tanzen. Und zu dieser zweiten Art gehöre ich? Teilweise. Mit ihnen kann man nur... Tango tanzen? Bridge spielen. Naja, und die dritte Art? Die dritte Art gibt's nicht. Das sind die Männer, nach denen man sich sehnt. Sehen Sie das Bild da drüben? Das ist von Vallier. Sie wissen doch, wer das ist. Der berühmte Sportmaler. Ach so, ja, ja, ja. Das hat mir mein Mann gekauft für 600.000 Francs. Der Torero von Granada. Sehen Sie, das ist so einer von der dritten Sorte. Der? Etwas gewöhnlicher Typ, aber der hat was. Sie haben es leider nicht, Herr Serenity. Ich war auf den einen unter allen, der sich richtig wie ein Mann benimmt. Mir hat keiner noch bis heute gefallen, doch ich ahne es, er kommt bestimmt. Viel kann wirklich nicht an Ihnen dran sein, denn Sie hören mir zu artig zu. Wenn ich einen lieb, muss es ein Mann sein, nur ein Mann bringt mich aus meiner Ruhe. Lass mich einmal deine Carmen sein, nur eine Tag, nur eine Stunde. Lass mich mal in deinen Armen sein, mit meinem Mund an deinem Munde. Liebst du mich nicht, kannst auch erbarmen sein, mach mir was vor, mach ganz mechanisch, nur lass mich, lass mich. Einmal deine Kam sein und küss mich, mal auf Spanisch. Ole! Leider kämpfe ich nicht gern mit Stieren, doch für Sie fange ich noch heute an. Man muss solche Sachen sich notieren, die man später gut gebrauchen kann. Jetzt kann ich es vor Gericht beschwören, die Mutti hat seinen Scheidungsgrund. Gnädige Frau, Sie müssen mich erhören, denn sonst weine ich mir die Augen wund. Lass mich einmal dein Torero sein, für einen Tag, für eine Stunde. Lass mich mal in deinen Armen sein, mit meinem Mund an deinem Munde. Gern will ich will wie Kaiser Nero sein, für einen Blick, für ein Erbarmen. Nur lass mich einmal dein Torero sein und küss mich mal als Carmen.